Es sind Kanonen mit Augen. Kanonen mit Augen? Ja. So hat so eine Fresse mit einer Kanone und zwei so roten Augen oben drauf. Gut, dass sie keine Bullet-Bild schießen können. Ja. Okay, wir haben es bis zum Boss haben wir es geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Ah, da ist eine Mahlzeit dran, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, die Stoppuhr hilft bei denen, glaube ich nicht. 2A, ein Piraten. Wie im Original sind es auch zwei Bossgegner, nur keine Mumien. Ja, sondern irgendwie, ich weiß nicht, Piraten ist noch irgendwas. Ja, es sind einmal Miriam und Sangetsu. Ach, das sind die... Ach so, Sangetsu ist das. Ja. Und die haben wir jetzt mal beide eben platt gemacht. Einfach so. Ja, weil wir es können. Ja. Ist der eigentlich die Stoppuhr zu nutzen? Ist der Sangetsu eigentlich in dem Hauptspiel eigentlich auch drin, oder? Mhm. Ja, ist zwar nicht der Hauptcharakter, aber er spielt halt eine wichtige Rolle in der Story. Genauso wie Alfred und Jibel natürlich auch. Ja, okay. Aber du spielst ja immer nur Miriam quasi, ne? Das sind dann quasi so deine Sidekicks oder was, ne? Ja, so in der Art. Also Alfred ist ein Gegenspieler, also auch ein Endgegner im Spiel. Aha. Und Jibel halt auch. Jibel natürlich auch und Sangetsu ebenfalls. Ich will jetzt ja nicht unbedingt alles vorwegnehmen. Nee. Aber durch ein Update hat man Sangetsu auch als spielbaren Charakter mit hinzugefügt, wo dann halt nicht die Story da drin ist, sondern es ist halt ähnlich wie bei Symphony of the Night der Richter-Modus, ne, dass du das ganze Spiel halt mit Erde spielen kannst. Ja, coole Sache. Also den mag ich ziemlich gerne, den Sangetsu, den Charakter, der ist ganz cool geworden. Das hat mich auch, als ich das erste Spiel davon gespielt habe, hat er mich auf eine wundersame Weise an den Typen aus Ninja Gaiden erinnert. Also, ja, das ist, wie er das Schwert zieht und so. Das ist auch gar nicht so abwegig, weil der eben aus Japan kommt. Nee, war so. Okay. Ja. Der ist auch eine coole Sau. Ist auch ein ziemlich harter Bossgegner. Oh, fuck. In den Rücken gelaufen, ey. Von den Fischmännern, die hier irgendwas anderes sind. Kraken, ja, oder so. Genau. Oh, das ist auch, ja, das, da, bei dem Ding hier, bei dem Level im Original, da muss ich immer sagen, dass ich ab da wird's Brett. Also wegen dieser Passage, ne, mit den Platten hier und sowas. Ja, ist auch nicht das tollste Level, das einfachste, aber quasi das. Nee, kann man gar nicht sagen. Ich glaube, die letzten drei Level nehmen sich nicht wirklich viel. Wohl wahr. Können sehr. Bei dem hier ist es definitiv so, wenn du einmal an irgendeiner Stelle festhängst, ist vorbei, kannst du halt auch dreimal dich vielleicht tot gehen lassen, weil kommst du bei dem... Ich wüsste nicht, ob ich es einmal geschafft habe, aber kommst du da mit dem... stirbst du da in dem Korridor vor dem Monster von Frankenstein, dann... Und musst dann halt mit dem... Klarkommen, was du da kriegst, ist. Also für mich als normalen Spieler. Nee. Quasi dann lieber das Level nochmal wiederholen. Oder das ganze Spiel. Ja, oder das ganze Spiel, genau. Für den Fall, dass man aufnimmt. Nein, fuck, wieso spring ich denn da, ey? Manometer, das kann nicht wahr sein, ne? Ich denke immer, dass diese scheiß Plattformen nicht da ganz bis an die Kante gehen, so wie der Fährmann. Ja. Aber ja, das ist ein Fehler, den ich irgendwie ständig mache. Deswegen haben sie wahrscheinlich den Fährmann nicht draufgestellt, damit du das nicht denkst. Eben. Hätte man so als Warnhinweis mal da mit hinstellen müssen. Ah, super. Wow. Jetzt müsste... Ah, jetzt... fast.
Leiche. Ah, klasse. Okay, jetzt bist du da. Okay, das hat jetzt. Also, es ist wirklich manchmal Mini-Passagen, wo ich eben gerade gedacht habe, okay, wo, was ist denn das jetzt? Aber dann kommst du wieder an andere Stellen, da denkst du wirklich wieder, es ist 1:1. Ist auch sehr schön gemacht mit den Lichtern im Hintergrund. Echt schöne Farben. Das ist auch mit den, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr die, falls ihr die Castlevania-Spiele auch alle spielt, jetzt von mir aus nicht nur zuguckt, sondern ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr bei Castlevania-Spielen, wenn ihr von mir aus drei nacheinander spielt, das mit den Plattformen auch wirklich manchmal verwirrend ist, weil die sich so, ja, eigentlich bewegen sie sich gleich, aber irgendwie ist das mit den Geschwindigkeiten oder was auch immer so anders, dass ihr definitiv sagen könnt, ihr springt ein, zweimal daneben. Also ging mir bei dem Wii-Teil jetzt gerade so, dass ich auch gedacht habe, Alter, da bist du zweimal auf der Plattform noch abgesprungen, weil du dachtest, du wärst eigentlich schon daneben gesprungen. Ah. Aber er kämpft sich hier wacker durch, hochkonzentriert. Ja, so langsam kommen die Phasen des Spiels, wo man nicht so gerne absaufen möchte. Nicht, dass es vorhin schon nicht beschissen genug war, aber... Ja, noch hat die gute Miri 3 Leben quasi. Auch wenn 7 vielleicht schöner wären. Nehmen wir Weihwasser oder behalten wir den Bumerang? Ich behalte den Bumerang. Hätte ich auch gemacht. Läuft ja eigentlich damit, ne? Bei so vielen Gegnern, also so vielen Projektilen, die hier auf dich zufliegen. Teilweise. So, oh. Jetzt sind wir an der Oberfläche und natürlich die Gegner hier. Oh, Hündchens. Ja, das sind keine Fliehmänner, das sind die dummen Hunde. Ja, und du hast sogar noch ein bisschen hochgefahrenen Schwierigkeitsgrad, weil du nämlich Plattformen hast und nicht nur einen geraden Weg. Ja. Ich habe die guten Harpien oder wie die sich nennen, haben ja direkt irgendwie ins Fitnessstudio gehen müssen, wenn die jetzt hier schon Wölfe oder Hunde schleppen müssen, anstatt nur so eine kleine Fliehmänner. Ja. Und den nehmen wir auch genauso wie beim ersten Spiel, das ist klar. Nur, dass man nicht rutschen kann. Aber wenn du da einfach vorwärts läufst, dann ist ja eh alles Paletti. Ja, und jetzt denk dran, nicht das Messer holen. Don't get the knife. Oh, scheiße. Oh, ich habe gar nicht mehr genug Munition, um den Bumerang zu nutzen. Na komm, hier der Zitteraal. Jawohl, das macht er gut. Es muss aber auch einen Porkchop geben hier, ne? Ja, dummerweise ist da keiner drin. Oh, Scheiße. Ah, das sieht nicht gut aus. Ja, das wird schon. Du packst jetzt hier deine Shinespark auf den letzten Drücker-Skills aus. Ja, das wäre schön. Denn den Bossgegner hier, der ist leider von dem in Original inspiriert. Nur halt, dass es der Wolfsmensch ist und nicht Frankensteins Monster und Igor. Ja, Gott sei Dank. Also scheint so, dass du ihm wenigstens halbwegs was abziehst mit deinen Schlägen. Das ist ja schon. Es wäre ja schlimm, wenn er unverwundbar wäre. Ja, natürlich. Ja, aber ich fand bei dem also das finde ich macht es so schwer, wenn du nicht mit deinen Sachen durchkommst, bei dem Originalspiel halt den Gegner dann zu treffen, ne? Während dieser dämliche Hampelmann da noch rumturnt. Hier hast du ja eben gerade, glaube ich, obendrauf noch längere Plattformen gehabt, ne? Ja, das ist das Gute, dass da überhaupt Plattformen sind, die man nutzen kann, damit der olle Igor-Verschnitt dann auch eben da oben bleibt. Eben, ja.
quasi Saving Time. Jetzt geht mir nur dieser gerade, dieser Arsch hier auf den Sack. So. Kann auch so frustrierend sein, wenn du da quasi dich mit nur deiner Peitsche oder was auch immer durchboxen willst und dann kämpfst du gegen diese Viecher und du triffst die und bist bemüht. Halt, ich bin jetzt mal bemüht, einfach dem durch die Hosenträger zu rutschen. Kann man machen. Kommt da Balrog-mäßig angelaufen. Eieiei, gut. Ah, ich glaube, jetzt können wir tanken. Ja. Ja. Der wurden nicht einmal getroffen. Hast du dem kleinen Wichser gar keine Chance gelassen. Ja. Und dem Großen auch nicht. Hätte im ersten Kampf so laufen müssen, dann hätten wir mit der einen Energieeinheit nämlich noch überlebt. Mhm. Und jetzt hüpft sie da unten freudestrahlend entlang, weil wir den Boss gerade so schön weggefickt haben. Ja. Und dann denkt sie sich, was kann noch kommen? Genau. Ah, jetzt hältst du dich. Jetzt bist du quasi eben gerade so, sah es aus, bist noch weiter runtergegangen, in die Katakomben quasi, anstatt nach oben, ne? Ja, das war ja im vorherigen Level so, dass wir da den langen Fall gemacht haben. Das ist hier auch so. Genau. Und hast natürlich auch diese herrlichen Axtritter.